Dank dafür, dass Sie da aus Ihrer alltäglichen Praxis berichtet haben und den Leuten einfach mal vorgeführt haben, wie die Realität in der Pflege tatsächlich aussieht. Denn so wie sie bei Ihnen aussieht, sieht sie nicht nur bei Ihnen aus, sondern sie sieht sie nahezu überall in Deutschland aus. Und das ist das, worüber wir in Deutschland mal reden müssen, dass wir wirklich versuchen müssen, und das muss der erste Schritt eigentlich der Politik sein, zu versuchen, jede Pflegekraft, die wir haben, hier in Deutschland zu halten und die Leute auch entsprechend der Leistung, die sie erbringen, zu entlohnen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Wir haben momentan ein Pflegekarussell. Das Pflegekarussell lief bis vor dem Ukraine-Krieg, lief es so, dass die Ukrainer nach Polen gegangen sind, die Polen nach Ostdeutschland, die Ostdeutschen nach Westdeutschland und die aus Westdeutschland in die Schweiz. So, das ist die Realität, die wir tatsächlich hier haben. Und davon müssen wir wegkommen. Denn ich sage Ihnen eins, wenn die ein Werbeprogramm in Nigeria machen oder in Brasilien, wenn die nach Deutschland kommen, erstens ist das keine Arbeitsentlastung, sondern tendenziell eher noch eine Belastung, weil sie dann auch noch als Übersetzer und Kindermädchen für die Pflegekraft aus Brasilien oder aus Nigeria oder sonst was tätig sein müssen, was sie neben ihrer normalen Arbeit überhaupt nicht vernünftig auf die Reihe bekommen können, weil ihnen dafür jetzt schon die Zeit fehlt. Und auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass der Großteil dieser Leute unter diesen Arbeitsbelastungen und diesen Arbeitsbedingungen diese Tätigkeiten gar nicht hierzulande ausführen wird, weil die gar nicht die Mentalität und die Toughness haben, die sie haben, dass sie das jahrelang, gegebenenfalls jahrzehntelang in ihrem Beruf durchstehen. Da gehört nämlich eine Menge auch Selbstaufgabe dazu, das wirklich so durchzustehen, und deswegen herzlichen Dank, dass Sie das so machen. So. Jetzt zu den politischen Lösungen. Die politische Lösung hat eins, an der wir als AfD dran sind, ist das, was der Oliver vorhin gesagt hat. Erstens, wir müssen massiv dahin kommen, die häusliche Pflege zu stärken. Wir haben riesengroße Defizite bei der häuslichen Pflege. Beispiel nenne ich Ihnen gerne. Wenn Sie sich um den Angehörigen kümmern, bekommen Sie einen minimalen Satz. Wenn Sie dann mal eine Woche irgendwie Erholung brauchen oder zur Kur gehen oder sonst was und dann der ambulante Pflegedienst einspringt, also mit professionellen Kräften sozusagen, dann bekommen Sie das Vielfache von dem, wie das, was der Angehörige bei der Pflege bekommen hat. Und der Angehörige bei der Pflege, das ist teilweise, ich sage jetzt mal, der Ingenieur oder derjenige, der seinen Beruf zum Teil aufgibt, um den Angehörigen zu pflegen. Und das muss gesellschaftlich besser honoriert werden, weil wir damit auch die elementare Keimzelle der Gesellschaft, die Familie, stärken. Ja, wenn der Vater die Großmutter pflegt und die Kinder bekommen das mit, dann kriegen die Kinder gleich ein entsprechendes Vorbild davon, was familiärer Zusammenhalt bedeutet, was es bedeutet, füreinander da zu sein. Und das ist auch in der Regel mit die beste Pflege, die die Großmutter bekommen kann, weil die beiden eine jahrzehntelange persönliche Verbindung zueinander haben, der Vater und die Großmutter. Und das kann ein Fremder in der Form gar nicht ersetzen, weil es für die Großmutter auch wirklich wichtig ist, einen nahen Angehörigen häufig um sich zu haben. Gerade in so einer schwierigen Situation, wo man selber sehr hilflos ist. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite müssen wir deutlich mit der Bürokratie runter. Wir müssen aufhören, dass wir alles, was seitens der EU kommt, in Deutschland noch einen goldenen Stempel draufzusetzen und das noch weiter auszuführen, wie es sowieso schon vorgesehen ist, sondern wir müssen diese Regelungen deutlich runterschrauben. Die Leute gehen nicht umsonst in die Schweiz, die gehen weniger nach Österreich, die gehen vor allem in die Schweiz. Warum? Weil die Schweiz nicht in der EU ist und deswegen viel weniger Bürokratie an der Stelle hat. Und wir müssen an der Stelle auch das Vertrauen in diese professionellen Pflegekräfte auch stärken. Wir müssen das Vertrauen haben, dass wir sagen, es muss nicht jeder Pinselstrich irgendwo bis ins allerletzte dokumentiert werden, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet, die dann wieder bei den wirklich Pflegebedürftigen fehlt. Und auf der anderen Seite, es muss auch die Bezahlung für die Pflegekräfte deutlich attraktiver werden. Wir werden keine neuen Leute in Deutschland in diese Berufe bekommen, solange wie die Bezahlung gering ist und die Arbeitsbelastung enorm hoch. Wenn die Arbeitsbelastung enorm hoch ist und die Leute viel zu leisten haben, dann muss ich das als Gesellschaft entsprechend honorieren. Ansonsten habe ich nicht die Bereitschaft, dass ich irgendwann über diesen Pflegemangel mal hinwegkomme. Das ist die einzige Variante, wie wir das wirklich als Staat angehen können. Und das ist das, wie wir das auch als AfD sehen, dass wir da durchaus auch Geld als Gesellschaft in die Hand nehmen müssen, um dafür zu sorgen, dass die Pflegekräfte auch entsprechend so entlohnt werden, dass dieser Beruf wieder auch für junge Leute attraktiv wird.
Es gibt noch einen Ansatz, der früher zumindest immer für eine große Entlastung in den ganzen Pflegeberufen gesorgt hat. Und zwar ist es die Wehrpflicht bzw. der Zivildienst, den wir heute nicht mehr haben. Das ist ganz klar, seitdem wir das immer haben, fehlen uns in diesen ganzen Bereichen massiv Nachwuchskräfte. Und auch deshalb plädiere ich nicht nur in Bezug auf die Bundeswehr, sondern auch in Bezug auf die gesamte Zivilgesellschaft dafür, dass wir diesen Pflegedienst, eigentlich diesen Zivildienst in Form auch in Verbindung mit der Wehrpflicht wieder einführen, weil es einfach auch wichtig ist, dass da die Nachwuchskräfte praktisch in diesen Berufen dann rekrutiert werden können, die auch dabei bleiben. Natürlich müssen die auch attraktiver bezahlt werden, absolut. Auch muss man vielleicht über mehr Urlaub nachdenken und so weiter. Alle die Dinge müssen passieren. Aber das ist auch ein Ansatz, der verfolgt werden muss, um einfach Stück für Stück Druck aus diesem System rauszunehmen.